to John F. Kennedy Airport, New York. Please remain seated until the ground zero turn. Jetzt die alles entscheidende Frage, wird der Dyson hier funktionieren? Weil auf Europa hat er nämlich nicht funktioniert. Ich tippe, dass er nicht funktionieren wird. Okay. Ich wusste es einfach. So, Nummer 2, müssen wir mal gucken, ob der Longstart geht. Herzlich willkommen zum ersten New York Vlog. Ich erzähle mal ein bisschen später, wie es gestern war, weil wir jetzt gerade nicht so viel Zeit dafür haben. Wir suchen uns erstmal einen Kaffee. Es regnet heute ein bisschen, aber es geht auf jeden Fall noch und es ist wunderschön, eine richtig schöne, frische, angenehme Temperatur. Ja, sehr, sehr viele Eindrücke. Wie gesagt, erzähle ich später mal und ich bin gespannt, was uns heute erwartet. Wir haben jetzt ein TikTok hier aufgenommen, was ich schon lange geplant habe. Und wir stehen jetzt hier noch ein bisschen, muss es irgendwie auf sich wirken lassen, auch ein bisschen länger. Und ja, voll cool auf jeden Fall. Sehr, sehr faszinierend. Eigentlich ganz gut, also auch irgendwie nichts Besonderes. Und jetzt gehen wir zum Hotel, wo Serena Van der Rucksen wohnt, in der Serie, in der Serie. Richtig komisch, das dann einfach zu sehen. Wir sind jetzt wieder im Hotelzimmer und wir hatten ja eigentlich noch ein anderes Zimmer gebucht, beziehungsweise ein anderes Hotel, weil wir Angst hatten oder die Befürchtung hatten, dass die Bewertungen von diesem Hotel im Internet sich bewahrheiten. Ja, hatten dann auch eine schreckliche Erfahrung mit unserem letzten Zimmer, war jetzt nicht so gut, schlafen konnten wir auch nicht so gut. Und jetzt haben wir ein anderes Zimmer bekommen und das ist tatsächlich wesentlich besser. Es ist immer noch nicht so, dass ich sagen würde, ich würde es nochmal buchen, aber ja, wir sparen uns damit tatsächlich eine Menge Geld, wenn wir in diesem Zimmer bleiben, weil es wirklich an sich nicht schlecht ist. Es ist okay. Es könnte besser sein, es ist okay. Und jetzt fahren wir nochmal los, beziehungsweise gehen nochmal los. Und zwar aufs Empire State Building. Und da wollen wir einfach so ein bisschen den Sonnenuntergang mitnehmen und hoffen, dass das klappt. Dass wir nicht so lange anstehen müssen, weil wir nicht dieses Express-Ticket Skip the Line gebucht haben. An sich gefällt es uns bisher ganz gut. Man erlebt einfach so viel. Es sind so viele Eindrücke. Ich habe das Gefühl, wir sind schon 2-3 Tage hier, weil wir einfach so viel gesehen haben. Und es fühlt sich so ein bisschen an wie im Film. Also als ob man gerade durch eine Kulisse spazieren geht. Und auch die Wohnungen von außen. Das ist einfach irgendwie richtig seltsam, dass man jetzt hier ist, was man in so vielen Filmen und Serien gesehen hat. Ich versuche auch irgendwie nicht so viel rumzulaufen. Das fällt natürlich schwer, wenn man schon mal hier ist. Will man natürlich auch nicht den ganzen Tag hier sitzen und nichts machen oder vielleicht nur in Restaurants rumsitzen. Wobei es hier echt schöne Restaurants gibt und schöne Cafés. Ich habe so eine Liste, was ich eigentlich alles machen wollen würde. Was aber halt leider wirklich nicht alles geht, weil ich mir die Füße nicht platt laufen kann. Sonst bin ich nämlich am Sonntag fix und fertig. Ich will natürlich es irgendwie über die Ziellinie schaffen, aber ich will natürlich auch, dass es angenehm ist und dass ich nicht meine letzte Kraft, die ich nach diesen ganzen Tagen noch habe,
dafür quasi nutze, sondern dass ich einfach auch allgemein noch Kraft habe und das Ganze genießen kann und dann nicht wie so eine Leiche übers Ziel stolper. Das Ganze auch irgendwie wahrnehmen können, weil der Marathon an sich oder die Strecke an sich ist ja schon ein Struggle. Dann noch die 400 Höhenmeter dazu. Dann hat man noch so einen richtig coolen Trip vorher. Ich guck mal gerade, wie viele Schritte wir heute gemacht haben. 13.700 Schritte. Perfekt. Und wir sind noch nicht mal am Ende des Tages angekommen. Wobei ich aber glaube, dass es auch wieder ruhigere Tage gibt. So, und jetzt geht's weiter zum Empire State Building. Und Tag 2. Wir holen uns gerade einen Kaffee und ein bisschen was zu essen. Und gegen Mittag wollten wir dann im Central Park laufen gehen, so 8 bis 9 Kilometer. Strecke habe ich ja schon zu Hause geplant. Ja, ich hoffe, das wird gut. Gutes Wetter haben wir auf jeden Fall. Heute scheint richtig schön die Sonne. Aber wir haben nur 1 Grad gerade, also es ist wirklich kalt. Und ich habe nur kurze Hosen zum Laufen eingepackt. Muss ich mal gucken, inwiefern ich da umdisponieren kann. So, wir gehen jetzt raus und ich habe gar keine Lust, weil mir ist so kalt. Wir haben hier die ganze Zeit schon die Heizung im Zimmer angehabt und trotzdem habe ich noch kalte Hände und kalte Füße. Es sind 6 Grad und irgendwie habe ich nicht so viel dicke Laufsachen mitgenommen. Weil bei den letzten Reisen habe ich immer zu viel lange Sachen mitgenommen, dicke Sachen und dann war es warm und ich brauchte es irgendwie nicht. Und jetzt ist es genau andersrum. Ich habe nämlich eher Kurzhosen mitgenommen und ich habe jetzt eine lange Hose angezogen beziehungsweise eine Leggings, die ich eigentlich so fürs Herumlaufen anziehen wollte hier in der Stadt. Und jetzt muss ich die aber zum Laufen anziehen, weil es ist viel zu kalt und der Wind ist wirklich extrem unschön. Ich habe ein Longsleeve an, das ein bisschen dicker ist und darunter habe ich noch ein etwas dünneres Longsleeve und darüber ziehe ich noch eine Jacke. Ich glaube, dass ich die während dem Laufen dann irgendwann ausziehen werde, aber zum Anfang ist es doch schon recht kalt und Schuhe werden wir heute das erste Mal die lilanen Scaries 4 einlaufen. So ein schöner Schuh. Das wird höchstwahrscheinlich auch der Marathonschuh für Sonntag. Ich habe den ja einmal in lila und einmal in rosa und ich war bisher nicht sicher, das Modell ist das gleiche, welche Farbe ich denn jetzt anziehen soll. Das Problem war bisher nur, dass ich keine Oberteilfarbe dazu hatte, was sehr schade ist, weil es irgendwie immer schön ist, bei einem Event so ein matchy Outfit anzuhaben. Und wir haben gestern einen Longsleeve bei Lululemon gefunden, was nicht die gleiche, aber eine sehr ähnliche Farbe hat. Und zwar einfach ein sehr weiches Longsleeve, ein lilanes. Und das passt eigentlich ganz gut zu diesem Schuh, würde ich sagen. Also der dunkle lila Ton vom Schuh ist der Ton vom Shirt. Also sind wir da schon mal auf der sicheren Seite. Wir haben wirklich so tolles Wetter heute, also richtig, richtig gut. Der Himmel ist blau, die Sonne scheint. Ich denke mal, wir bleiben auch das ein oder andere Mal stehen und machen ein Foto. Da kann es dann doch schon mal relativ kalt werden, weil das ja nicht so ist, als würde man jetzt einfach zu Hause laufen und ein Foto machen, sondern man ist halt im Central Park, man ist nicht jeden Tag da. Mal gucken, wie das so läuft. Ich bin gespannt. Erstes Mal Central Park in meinem Leben. Let's go. Wir fahren jetzt erstmal mit der U-Bahn dahin, weil es von unserem Hotel aus einfach ein bisschen zu weit ist. Das sind, glaube ich, nur ungefähr 2 Kilometer, aber auf den ganzen Lauf gesehen macht es dann doch schon relativ viel aus.
übrigens auch beim New York Marathon Gatorade. Also das ist ja nur Zuckerwasser, aber für Marathon, ich glaube, die haben auch Elektrolytgetränke und koffeinhaltige Getränke und dafür ist es halt ganz gut. Wir laufen jetzt hier in der Mittagssonne. Es ist halt nicht so schön für Fotos und es ärgert mich gerade ein bisschen, aber ich versuche, mir das nicht kaputt machen zu lassen. Dass ich das erste Mal jetzt im Zeitschirmpark laufe, ist ein bisschen schwierig, aber ja, irgendwie nervt mich das gerade. Das ist halt nur eine Kleinigkeit, aber trotzdem bin ich richtig genervt davon, dass wir nicht eine bessere Tageszeit gewählt haben und dass ich es einfach vergessen habe. Und wir genießen jetzt aber noch die letzten 2 Kilometer und dann sind wir auch fertig. Lauf beendet und es war echt schön, die Luft war sehr kalt und ich hoffe, dass es halt wirklich ein bisschen wärmer wird. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das sage, aber ich habe halt blöd gepackt. Jetzt werden wir uns auf jeden Fall erstmal einen Kaffee holen zum Aufwärmen, weil meine Hände sind so kalt. Wir sind zwischendurch ein bisschen gegangen, ein bisschen stehen geblieben, haben uns ein paar Sachen angeschaut. Ich glaube, das kann man bei so einem Lauf auf jeden Fall machen, bei allen anderen Läufen auch. Aber gerade hier haben wir das halt mit eingeplant, weil das natürlich kein normaler Lauf ist. Und hier sind so viele Eichhörnchen. Tag 3, wir machen uns jetzt auf den Weg zum 9/11 Memorial und heute Nachmittag holen wir die Startnummer ab. Ich bin richtig aufgeregt und ich hoffe, ich bekomme noch eine der Marathonjacken. Das wäre so schön, wir sind relativ spät bei der Messe, man muss einen Timeslot buchen. Wir waren jetzt endlich bei Lavin, wenn man das so ausspricht. Und ich bin der Empfehlung von euch nachgegangen und habe einen Fall Chocolate Chip Cookie gekauft. Und bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Wir schnappen uns jetzt ein Fahrrad und fahren zur Wall Street, auch super cool. Von hier aus fahren wir jetzt einfach gleich mit dem Fahrrad zurück, weil es voll schön war. Und das dauert quasi nur 27 Minuten. Vielleicht sind wir ein bisschen schneller, aber richtig cool. Man fährt hier einfach direkt am Ufer lang. Wir fahren jetzt mit dem Fahrrad zurück ins Hotel und dann direkt zur Expo. Wir wollten eigentlich schon früher da sein, aber kann man nichts machen. Das Essen war übrigens richtig gut. Oh, oh, Geronimo, take.
Wir haben jetzt noch ein Foto mit der Startnummer gemacht, und zwar mit der Skyline im Hintergrund. Richtig gut, wir haben einen guten Zeitpunkt erwischt. Jetzt ist es schon viel dunkler als zu der Zeit, wo wir das Foto gemacht haben. Aber damit endet auch der Vlog. Und ja, wie wir die Startnummer abholen und was alles passiert beim Marathon, seht ihr dann im Marathon-Vlog.